Matthias, im Hintergrund, das Sprungpferd, sicher ein wichtiges Gerät bei diesen deutschen Meisterschaften, aber nicht nur. Wie gehen Sie in den Wettkampf 5 Wochen vor den Weltmeisterschaften rein? Also es wird definitiv erstmal nicht mein bester Wettkampf des Jahres werden, das ist ganz klar, weil die deutschen Meisterschaften einfach eine Zwischenetappe bis zur Weltmeisterschaft sind. Und für uns ist natürlich wichtig, dass wir hier einen brauchbaren Wettkampf für uns alle turnen, dass wir erstmal einen Sold ablegen und dann erstmal die richtige Vorbereitung für die Weltmeisterschaft starten. Weil wenn du jetzt die perfekte Phase schon hast, was ist denn dann bis zur WM? Da nimmst du ja dann an Form ab. Aber ich denke einfach, wir werden hier einen guten Wettkampf machen. Nicht jeder wird hier seine Höchstschwierigkeiten an jedem Gerät zeigen. Also das ist natürlich klar, dass wir morgen Qualifikation haben für die Weltmeisterschaft und das darfst du nicht vertun. Sondern es ist einfach wichtig, dass wir hier solide, gute Übungen zeigen und auch Übungen, die man abrufen kann, die abrufbereit sind. Und da ist natürlich das Risiko erstmal ein bisschen runtergeschraubt. Anders natürlich dann am Sonntag, wo man ein bisschen mehr Gas geben kann. Ich habe gehört, irgendwas ist noch in die Quere gekommen. Der Zahnteufel, was war denn los? Bei mir hat sich die Wurzel entzündet. Und dann bin ich zum Training gegangen, ein bisschen zu viel trainiert und dann hat sich es richtig entzündet, gab Eiter raus und alles Mögliche, war nicht ganz so toll. Jeder, der Sie kennt, weiß, Sie sind ein dynamischer Mann beim Sprung und Boden. Aber wie gehen Sie in den Mehrkampf rein? Der ist ja auch wichtig, um ins Team zu kommen. Ja, genau. Der Mehrkampf ist für uns alle sehr, sehr wichtig. Das ist A und O am Anfang. Und ich persönlich sage mir, dass ich mit dem Mehrkampf, dass ich mir mit meinen schlechten Geräten meine guten Geräte nicht kaputt machen möchte. Also mit Ringe und Pferd möchte ich die gute Leistung am Boden am Sprung nicht schmälern. Also ich möchte halt dort eine mittlere Wertung für mich rausbekommen. Ich werde am Pferd und Ring werde ich nichts reißen können, aber darf natürlich der Mehrkampf nicht kaputt gehen dadurch. Und deswegen denke ich einfach, dass ich mich dort so zusammenreißen werde, dass ich das Beste draus machen kann. Hambüchen lässt 2 Geräte weg. Wie kommentieren Sie das? Ja, also wenn es, ich habe das auch erst gehört, also wenn es Verletzungsprobleme sind, ja, dann ist es okay, weil wie gesagt, der wichtige Wettkampf ist einfach die WM. Und wenn er das jetzt verschwimmen muss, ist okay. Es sind Gerüchte groß geworden von wegen, er hat Angst wegen deutschen Meistertitel, dass er verlieren könnte, mein Gott. Und selbst wenn, wäre es nicht schlimm, dann müsste man einfach stolz sein und sagen, okay, ich stecke dich weg. Aber wenn es Verletzungsprobleme sind, dann sind es einfach Verletzungsprobleme. Und es ist gut, dass er dann aussetzt. Also da ist es einfach ein bisschen schon, ist okay. Jetzt meine dumme Frage, unter Kollegen ist es schwierig, aber wer ist der Favorit für einen Mehrkampf morgen? Gibt es 2? Wird es einen Mehrkampf Boy Nguyen geben oder wie? Es ist ein bisschen Roulette, denke ich. Also man weiß es nicht, je nachdem, was die für eine Form haben. Ob Philipp Boy wieder meckert oder ob Marcel Nguyen sein Zeug durchbekommt. Man weiß es nicht, keine Ahnung, muss man einfach gucken. Und ich drücke natürlich beiden die Daumen, einer von den beiden wird es machen. Es kann natürlich sein, dass ich natürlich hier mit 94 Punkten einlaufe. Unwahrscheinlich. Nee, aber ich denke Marcel. Wäre so mein Favorit, denke ich, weil der ist ein wahnsinniger, konstanter Turner mit hohen Schwierigkeiten und schauen wir mal, was er draus macht. Alles Gute für Berlin und für Rotterdam. Dankeschön.